Züge und Radiotechnik. Liebe Freunde, es ist heute Dienstag, der 22. Dezember 2020, das Schicksalsjahr der Welt. Und in weniger als einer Minute soll aus Nauen auf der 5960 kHz, ich hoffe einmal mit 100 kW, soll erinnert werden, dass heute vor 100 Jahren aus Königs Wusterhausen das erste nicht öffentliche Weihnachtskonzert oder Radiokonzert, man kann auch sagen Dudelfunk, stattfand. Ich habe jetzt hier diesen Sang, jetzt wird's, das hört sich gut an. Ja, also um es mal kurz zu machen, das erste öffentliche bzw. in Deutschland nicht zu empfangen dürfende Weihnachtskonzert auf Langwelle in Königs Wusterhausen, was damals die technischen Beamten ausgestrahlt haben, also Leute wie ich. Ich war leider nicht dabei, kann noch kein Instrument spielen. Aber jetzt kommt die Kennung und ich halte mal die Klappe hier. Ihr kennt die Geschichte ja auch. Welle 370. Am 22. Dezember 2020 war aus Anlass von 100 Jahre Rundfunk auf dem Funkerberg eine Festveranstaltung geplant. Gemeinsam mit Freunden und Förderern des Funktechnikmuseums, mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, mit Programmmachern und Radioenthusiasten, mit Projektpartnern und Funkerberg-Influencern wollten wir das Radiojubiläum feiern und das Ereignis live im Rundfunk übertragen. Die aktuelle Situation verbietet eine solche Veranstaltung. Die nachfolgenden Inhalte wurden am 19. Dezember unter Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften im Maschinensaal auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen aufgezeichnet. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den beteiligten Künstlern, Sprechern, Technikern und Unterstützern, welche diese Sendung trotzdem... Er hat die Künstlerinnen vergessen, das müssen wir melden. Guten Empfang. Königs Wusterhausen. Ladies and Gentlemen, zum Zeichen, dass der Rundfunk 100 Jahre wird, hören Sie nun ein Unterhaltungsprogramm. Wir wünschen guten Empfang. 22. Dezember 2020, 14 Uhr Ortszeit in der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer der angeschlossenen Stationen auf der Mittelwelle 810 kHz in Königs Wusterhausen, auf der Kurzwelle 5960 kHz, gesendet mit 100.000 Watt aus Moosbrunn, Österreich. Für die Hörerinnen und Hörer auf den Sendefrequenzen von Hitradio SKW. Empfangsberichte zu unserem heutigen Programm schicken Sie per Briefpost an Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711 Königs Wusterhausen. Per SMS oder WhatsApp an 0151 700 15711 oder per E-Mail an welle370@funkerberg.de. An den Mikrofonen sind für Sie Rainer Suko vom Förderverein Sender Königs Wusterhausen und Walter Schönig von den Brandenburger Festspielen. Guten Tag, auch im Namen der Brandenburger Festspiele möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen Radiosendung, in der wir versuchen, die Geschichte erlebbar zu machen, wie vor 100 Jahren mit Musik, die wir in die Welt strahlen, über alle Wellen, die das Radio zu bieten hat. Wir begrüßen dazu heute ganz besondere Musiker. Und zwar haben wir die wunderbare Sopranistin Simone Kermes gewinnen können, die keine Sekunde gezögert hat, unserer Einladung, lieber Rainer, zu folgen. Sie ist auf den internationalen Bühnen zu Hause und freut sich heute, gemeinsam mit dem Quantum Clarinet Trio zu musizieren. Dieses Trio ist ein sehr junges Trio. Zu ihm gehört eine Klarinette, Elena Veronesi aus Bologna. Es gehört eine Pianistin, die Vokyum Kim aus Seoul, sowie eben Jonas Tiboda aus Berlin. Dieses junge Trio ist international
auch bekannt geworden durch das Gewinnen des bedeutenden Fischers Samba Music Wettbewerbes aus den USA. Und in dieser wirklich selten zu hörenden Besetzung, nämlich Klarinette, Cello und Klavier, fühlen sich diese jungen Musiker besonders wohl. Wir beginnen gleich mit Musik davor, aber auch noch eine ganz besondere kleine Geschichte, denn wir haben ganz junge, bezaubernde Musiker dabei. Die junge Leni Jung, ein Sopran mit einer Stimme, die sie gleich über das Radio verzaubern wird. Und sie wird begleitet von Samina Hessel. Wir beginnen aber nun mit dem Quantum Clarinet Trio und Simone Kermes mit einem Stück von Georg Sander. Lascia Chiupianga. Ich kann jetzt leider nicht das ganze Konzert auf YouTube bringen, das wird ein bisschen viel, wäre wahrscheinlich auch mit der Kameraeinstellung langweilig. Und wir gehen jetzt mal wieder in den Wackelvideo-Modus und ich möchte euch ja auch gleich nochmal bei der Gelegenheit ein anderes Gerät vorstellen. Ein wirklich hübsches, niedliches Gerät, ein Saalburg, die Nummer habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Da steht bei mir in der Ecke, ist eigentlich fast, das heißt eigentlich, eines der schönsten deutschen Wörter. Es ist Laden neu von außen, innen natürlich auch, der Stoff tadellos. Und es ist aus dem Jahre 1963 und kostete damals wohl 415 Mark der DDR. Und ist aus dem VLB Sternradio Sonneberg. Mit dem Preis kann ich mir jetzt nicht so genau aber festlegen. Aber etwa die Größenordnung haut hin. War damals ja ein kleines Vermögen. Also ist auch sehr hübsch hier unten mit der Schrift hier alles dran. Und ja, Saalburg hat immer so ein Problem mit den Tastensätzen. Das hat mir jetzt gerade mein Dessauer Radio-Freund repariert, nämlich bei diesem Gerät. Ich finde es ja immer interessanter, wenn man in die Geräte reingucken kann. Und das ist das Gerät hier ohne Gehäuse. Ich fange mal hier an bei dem Übertrager-Travo. Der ist jetzt normalerweise an dieser Lautsprecherwand angeschlossen. Als Lautsprecher hier mein erstmal hier zum Abhörkontrolle. Und das magische Auge, nicht mehr ganz stark, aber es ist hier, das Licht auch hier. Netzteil, kriegen wir noch ein bisschen mehr Weitwinkel, ah ja, das ist besser. Ja, sieht auch sehr gut aus, das Teil hier. Netzteil möchte ich jetzt nicht anfassen, hier hinten das NF-Teil. Und ja, die ganze Mimik, das kennt ihr ja im Prinzip alles. Der UKW-Tuner geht natürlich nur bis 100 Megahertz und wurde auch gebaut damals für den Westen. Für Bruns und Quelle. Natürlich war da damals auf dieser Skala kein einziger DDR-Sender drauf, weil es gab keine Stadt im Osten. Höchstens das auf der Langwelle stand Berlin-Ost für Berlin-Zehlendorf, der Deutschlandsender. Das war diese etwas eigenartige Geografie, die man damals im Westen hatte. Ja, einfach schön, sieht hier alles aus wie neu. Und ich mache mal ein bisschen lauter und ihr könnt euch natürlich denken. Nee, könnt ihr euch nicht denken. Ja! Hören wir jetzt natürlich hier jetzt über dieses Gerät. Welle 370. Eine Prise Volksgeschichte. Wie König Susterhausen zur Wiege des Rundfunks wurde. Gesprochen von Hanna. Die Geschichte des Rundfunks aus König Susterhausen begann im Jahr 1911. Als auf dem hiesigen Windmühlenberg erstmals Funkversuche durchgeführt wurden. Mit Pferdefuhrwerken wurden mobile Sender auf den Windmühlenberg gebracht. Die Antennen wurden mit Ballonen in der Luft gehalten. Die Versuche waren erfolgreich und so entstand an diesem Platz die Zentralfunkstation des deutschen Heeres. 8 Jahre später war der Erste Weltkrieg vorbei und Deutschland wurde entmilitarisiert. Das Senderhaus 1 auf dem Funkerberg wurde der Deutschen Reichspost zugeordnet. Der Telefunkenvorstand Hans Bredow wurde Ministerialdirektor im Reichspostministerium und erhielt die Aufgabe, eine zivile Nutzung der bisher militärischen Anlagen zu finden. So entstand der Wirtschaftsrundfunk. Ob es eine Anweisung oder eine Bitte war, ist nicht überliefert. Auf Anregung von Hans Bredow haben die Techniker und Ingenieure der Sendestelle Königs Wusterhausen im Frühjahr 1920 mit Experimenten zur Übertragung von Sprache und Musik über einen Längsfernsender begonnen.
Die Techniker der Reichspost hatten zahlreiche Probleme zu lösen. Mikrofone gab es damals noch nicht und so nutzten sie Sprechkapseln als Telefon, um Sprache und Musik in elektrische Schwingungen umzuwandeln. Auch die Modulation bereitete anfänglich Schwierigkeiten und wurde mit der Anwendung der Punktspule gelöst. Und zur Übertragung der Musik von Schellackplatten wurden die Sprechkapseln vor den Trichter des Grammophons installiert. Anfänglich noch als technische Versuche getarnt, führten die Techniker im Verlauf des Jahres immer öffentliche Testsendungen durch. Auch im Reichspostministerium blieben die Sendungen nicht unbemerkt und galten als Schwarzfunk. Hans Bredow aber... Habt ihr gehört? Da war eine kleine Störung. Ihren Höhepunkt fanden diese Versuche am 22. Dezember 1920. Um 14 Uhr begannen die Königswusterhausener Rundfunkpioniere mit der Ausstrahlung eines Weihnachtskonzertes. Die Hörer wurden begrüßt, es wurde Musik live und vom Grammophon gespielt. Zum Abschluss wünschten die ersten Radiomacher ein fröhliches Weihnachtsfest. Und so klang dieser historische Radiomoment. Hallo, hallo, hier Königswusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskaninchen dienen wird, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Wer konnte diese erste Radiosendung Ostdeutschland hören? Zum einen waren es die Beamten der Reichspost im Tankstein, deren Aufgabe es war, die Wirtschaftsnachrichten abzuhören und weiterzugeben. Das Programm aus Königswusterhausen dürfte eine willkommene Abwechslung gewesen sein. Eine weitere große Hörergruppe kam aus dem Ausland. Zahlreiche Empfangsbestätigungen aus Russland und England, aus Luxemburg und den nordischen Staaten folgten von der erfolgreichen Sendung aus dem Ausland. Und in Deutschland? 1920 war das Abhören der Funkwellen verboten. Trotzdem gab es auch hier zahlreiche Hörer, Schwarzhörer. Diese nutzten einfache Detektorempfänger, installierten Langdrahtantennen, auch mal als Wäschelager, und verfolgten so die Versuche aus Königswusterhausen. Empfangsbeschädigungen allerdings liegen von diesen Zaungästen nicht vor. Wir freuen uns nun gleich auf eines der bekanntesten Trios, das sogenannte Gassenhauer-Trio. Vielleicht kannst du, lieber Johannes, etwas zu Beethoven sagen. Vor 250 Jahren, im Dezember 1770, wurde er geboren und vielleicht haben Sie das Folgende schon häufiger gehört. Ludwig van Beethoven ist ein Revolutionär gewesen, der die Musik grundlegend verändert hat. Dazu wird er auch oft als griesgrämige Persönlichkeit beschrieben, mit unvorhersehbaren Wutausbrüchen und heftigen Streitereien. Diese führten so weit, dass er bis zu 68 Mal in Wien umziehen musste. Das tragische Bild seiner Person wird durch die immer fortschreitendere Taubheit nur noch verstärkt. Gesprochen haben Hanna Sucko und Christine Olekowski. Ton Stefan Vogt. Ich kann es dann doch nicht lassen, mich hier verabschieden mit meinem Telefon. Die Unterstützung geht an die Stadt Königswusterhausen, die EBEC MbH, Media Broadcast, Sennheiser Store Berlin, Technisat. Und ein besonderer Dank auch, wir als Brandenburger Festspiele sind nicht einfach nur ein Festival, sondern auch die Menschen dahinter. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich bedanken bei der Leiterin des Festspielrates, Gabriele Brinkötter, und vor allen Dingen auch bei unserem Intendanten Manuel Dengler. Aber zum Schluss, fehlt da nicht was? Gab es nicht noch vor 100 Jahren Stille Nacht, Heilige Nacht? Irgendwas war da doch noch. Womit der Rundfunk vor 100 Jahren begann, endet unser Jubiläumskonzert heute. Dargeboten von dem Quantum-Clarinet-Trio, Simone Kermes und Leni Jung. Stille Nacht, heilige Nacht. Hold on.
E-Mail, das mit dem Radio, das hatten wir ja schon. Ich fange mal langsam an, mich zu verabschieden. Ich konnte es mir doch nicht verkneifen, euch den Schluss hier, und das war ja auch wirklich schön hier, mit diesem alten historischen Empfänger aus dem Jahr 1938 zu zeigen und der Antennenhexe. Und damit es nicht so langweilig wird, habe ich mal so ein paar Impressionen hier aus dieser Ecke aus meinem Wohnzimmer. Also ich führe eine Wochenendehe, ich kann ja machen, was ich will. Also, und ja, und ich wünsche auch alle, die es noch vor Weihnachten sehen, schöne Weihnachten oder dann schöne Weihnachten gehabt zu haben. Und ich warte jetzt noch hier, bis sie abschalten.